Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Und gleich an erster Stelle will ich erstmal ein riesen Dankeschön da sagen. Unsere Serie, was wir über YouTube machen, wo wir rückwirkend dann immer einen Podcast darauf bespielen, so wie heute auch, kommt super mega an, super mega Feedback, Nachrichten, lange Texte. Mega, richtig, richtig cool. Und da wollen wir heute gleich drauf anschließen. Wir wollen auf die rückwirkende Serie sprechen und zwar Forschung, Wissenschaft, positives Hundetraining. Ist es das Nonplusultra? Sollte man Grenzen setzen? Was sagt da überhaupt so die Forschung und Wissenschaft? Super mega spannendes Thema. Freue ich mich heute drauf, da auch ein bisschen intensiver drauf einzugehen, weil wir natürlich bei YouTube, also man kann einfach bei der Aufmerksamkeitsspanne der Menschen heutzutage nie tief ins Detail gehen. Beim Podcast schon, weil da kommen die Menschen, die die auch, ich sage jetzt mal, diese Einstellung haben, tiefer da reinzuhören. Aber bei YouTube und so weiter und gerade bei Instagram und da ist halt, da muss alles kurz und knackig sein. Nichtsdestotrotz kam das trotzdem sehr, sehr gut an bei euch. Ich habe heute auch den Laptop mit, weil es sind sehr, sehr viele Studien, die wir haben. Das kann ich mir natürlich nicht alles merken. Also wer hat die Studie gemacht, welches Jahr war das und so weiter. Ich möchte aber heute da ein bisschen mit euch drüber sprechen, weil das ein fortlaufendes Thema seit Jahren ist, was euch da draußen eventuell dolle verunsichert. Ich glaube, dass auch viele Trainerkollegen zuhören. Also ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal unter dem Podcast schreibt, hey, ich bin ein Kollege und ich höre auch deinen Podcast oder. Hey, ich bin ein Kollege und ich habe auch dieses Thema immer wieder auf den Tisch. Es geht ganz einfach darum, ob jetzt positives Hundetraining ausschließlich umgesetzt werden sollte, ob Grenzen setzen okay ist oder nicht okay ist, ob man positive Strafe generell lassen sollte, ob das verteufelt ist, ganz schlimm für den Hund ist, weil das halt seit Jahrzehnten immer wieder ein Streitpunkt ist in der Szene, also zwischen Kollegen. Und natürlich auch zwischen den Menschen oder den Interessierten. Am Ende ist das, glaube ich, alles gar nicht so wichtig, wenn es euch da draußen nicht so verunsichern würde. Weil ich habe halt sehr, sehr viele Kunden. Wir betreuen sehr, sehr viele Menschen und merken halt immer wieder, dass genau aus diesem Spektrum unheimlich viele Menschen zu uns kommen und halt einfach verunsichert sind. Darf ich das, darf ich das nicht? Ist das gut, ist das nicht gut? Die Wissenschaft und die anderen Trainer und dies und das und das und das. Und da habe ich vor längerer Zeit schon gesagt, okay, ich beschäftige mich mal intensiv mit dem Thema und will da mal eine Serie drüber machen, was ich jetzt auch gemacht habe, aber ich habe es ein bisschen kleiner gemacht, als ich es vorhatte, weil ich es auch einfach nicht einsehe, ein riesen Investment zu tun, wo die Leute dann eh am Ende zu faul sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Deswegen habe ich gedacht, nö, ich suche einfach viele Studien raus und klatsche die hin, weil ich wollte sehr sehr viele Experimente nachmachen und halt auch faktisch zeigen, was das am Ende jetzt bedeutet. Aber so ganz äh, sehe ich den Aufwand ehrlich gesagt auch nicht, weil, weil die Erfahrung zeigt, dass die meisten, die so laut schreien oder so verunsichert sind, am Ende gar nicht tief in das Thema rein wollen. Das ist auch immer so. Das ist ganz spannend. Aber warum möchte ich jetzt darüber sprechen, um vielleicht nur einen da draußen entweder auf die richtige Richtung zu bringen, zu unterstützen oder halt auch einfach eine Objektivität mal äh, abzurufen, weil was mich extrem stört, ist, wenn. Hundetraining zu einer Philosophie, zu einer Meinung, zu einer Sekte, zu einer Strömung oder so wird, weil das einfach unfair für alle Hunde und Menschen ist. Weil es einfach Blödsinn ist. Punkt. So eigentlich kann ich den Podcast jetzt beenden, aber ganz so einfach ticken Menschen ja nicht. Wir müssen ja Beweise aufstellen. Wir müssen ja neu moderne Erkenntnisse, Forschung, Wissenschaft, weil das die Leute dann irgendwie, ja, Besser aussehen lässt oder so. Das Problem ist, dass viele Positivler und hier nochmal, das hatte ich auch in der YouTube-Serie: Positivler sind Menschen, die sagen, alles blöde Verhalten von Hunden ignorieren, alles andere positiv machen, du darfst auf gar keinen Fall Nein sagen, Grenzen setzen, Halsband, Buh machen, Körpersprache ist alles ganz, ganz schlimm und verteufelt und dein Hund ist traurig dann und rutscht in die erlernte Hilflosigkeit, er ist, deine Bindung ist schlecht und bla, bla, bla. Genau da möchte ich einfach was dagegen sagen. Aber die Menschen, die positives Training anwenden, trotzdem auch Grenzen setzen können und das halt fair und adäquat und aber halt immer wieder die Botschaft sagen: hey, positiv ist aber nun mal besser. Die Leute meine ich auch gar nicht und euch würde ich auch nie angreifen, weil ich kenne sehr viele aus der Szene. Mal hm, einen Schluck Wasser trinken. Ich kenne sehr viele aus der Szene und ich mag diese Arbeit unheimlich. Ich habe viel davon gelernt. Ich bin auch auf vielen Weiterbildungen, Webinaren und so weiter. Aber mich kotzt es einfach an. Entschuldigung für die Wortwahl, aber mich kotzt es einfach an, wenn dann irgendwelche Erner so um die Ecke kommen und äh, will drauf losschießen im Internet. Und ich bin auch immer wieder Opfer von solchen Missionären, die dann irgendwelche Phasen aus meinen Videos rausziehen und ihren komischen Senf dazugeben, ohne Sinn und Sachverstand. Und dann mit Forschung. Um die Ecke kommen, mit die neuesten, modernsten Wissenschaften um die Ecke kommen, was aber einfach gar kein Fakt ist. Weil, wenn ich nur einen Brocken rausreiße und den nach vorne schmeiße, dann ist das einfach unfair, auch den Menschen gegenüber. Und dagegen möchte ich mich einfach wehren und auch öffentlich gehen und auch einfach sagen: Pass auf, Leute, so einfach ist das nicht. Das hört sich zwar gut an, was du sagst, aber es ist halt nur die eine Seite der Medaille. Und dann seid doch wenigstens mal so ehrlich und habt einen Arsch und eine Hose und zeig auch mal die anderen Sachen. Und das kotzt mich an. Und jeder, der mich schon angegriffen hat, von den ganzen Blindpesen, habe ich alle schon gesagt: ey, wir können uns doch mal treffen, wir können doch mal mit Hunden arbeiten, wir können doch mal zum Podcast reinkommen, wir können auch mal hier öffentlich diskutieren. Ich habe keinen Stress damit. Ich habe hunderte Hunde gesehen, ich habe tausende Menschen gecoacht, ich habe alles schon durchgemacht. Ich habe kein Problem, mit euch offen in eine Diskussion zu gehen, weil ich tausende Beispiele habe, wo das ging und wo es nicht ging. Und wenn du einen Arsch in der Hose hast, schreib mir, wir treffen uns, setzen uns hier hin und diskutieren sehr gerne öffentlich. Und glaub mir, ich werde 80 bis 90 Prozent auf deiner Seite sein, weil ich damit gar keinen Stress habe. Und teilweise reden die Leute etwas öffentlich über mich, wo du einfach nur drüber schmunzeln kannst, wo du sagen kannst, du hast null Plan, wer ich eigentlich bin und was wir hier eigentlich machen. Außer weil du irgendeine Textzeile aus irgendeinem Reel rausschneidest, das in deine Story packst und irgendeinen Nonsens davon dir gibst. Und wenn wir dann die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, die aussagen, das, 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 hast du wahrscheinlich nur die Überschrift gelesen und nicht mehr und nicht weniger. Und das zeugt davon, dass du ein kleines, armes Würstchen bist und wenig weißt. So, jetzt kommen wir aber dazu, natürlich, du sollst ja auch hier etwas mitnehmen. Du musst auch jetzt wieder die, die YouTube-Reihe nicht sehen. Ich werde hier so ein bisschen darauf eingehen. Es, es gibt drei Blöcke, sage ich jetzt mal, die mich aus dieser Perspektive interessieren. Und ich habe das schon, wir haben ja einen exklusiven Podcast für unsere Kunden. Also ob jetzt Mission Akademie oder im 1 zu 1 Coaching direkt mit uns, gibt es immer sonderpodcast folgen Da habe ich das Thema schon mal richtig gut ausgeschlachtet, habe auch viel aus den Studien vorgelesen. Das werde ich heute nicht ganz so machen. Aber ich werde euch einfach so ein bisschen erklären, worauf ich einen Fokus gelegt habe, womit ich mich beschäftigt habe und was daraus jetzt die Schlussfolgerungen sind. Und es ist interessant. Und am Ende könnt ihr euch drehen und wenden jetzt wie ihr wollt. Ihr könnt da eine Meinung haben, eine Philosophie haben. Das, was ich euch jetzt hier vortrage, das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich kann meine Erfahrungswerte da jetzt mit reintragen, das was ich erlebt habe, mit unseren Kunden erlebt habe. Aber am Ende habe ich das nicht gemacht, sondern das sind Studien, die halt umgesetzt wurden. Und das könnt ihr gerne selber nachlesen. Also ist alles kein Geheimnis, steht überall. Ja, das ist ja auch spannend, steht ja überall. Okay, ich habe mich mit drei Themen beschäftigt. Thema Nummer eins war positives Hundetraining. Was sagt die Forschung? Thema Nummer zwei war Grenzen setzen bei Hunden. Was war die Forschung? Also in Kombination mit äh, Körpersprache, äh, wirklich Strafe, anonym und sowas. Ähm, und ähm, Körperblocks, also durch Körpersprache, durch menschliche Körpersprache und so weiter. Und drittens, was äh, sagt die Forschung von äh, oder, oder was sagen äh, Studien, Beobachtungen, wie man es jetzt am Ende auch nennt? Ihr wisst schon, was ich meine. Äh, Kommunikation unter Hunden, äh, wie läuft das da so ab? Also wie kommunizieren die in freier Wildbahn, äh, in menschlicher Obhut, also diese sogenannten Besitzerhunde. Und diese drei Dinge habe ich mir angeguckt über mehrere Jahre. Also ich habe jetzt hier 2019, 2020, 2023, 24 auch aktuelle Sachen, das war mir ganz wichtig. Und das ist halt ganz spannend. Und ich, ich versuche mal, so grob, äh, euch das jetzt hier mal so, so, so rauszuhauen. Äh, da gibt es zum Beispiel eine Studie, das war von der Dr. Dorit federsen und Udo Ganzloser. Ähm, ich bin froh, Dorit noch kennengelernt zu haben. Sie lebt ja leider nicht mehr. Sie saß bei mir an der Prüfung, also sie hat mich äh, abgenommen damals. Schöne Grüße an dich, Dorit. Ähm, und hier haben sie Trainingsmethoden, das war 2018, ne? ist schon ein bisschen länger her gut sechs Jahre, die Effektivität von Trainingsmethoden. Und kurzum, die Schlussfolgerung zeigt also, dass positive Verstärkung das Wohlbefinden und Lernverhalten von Hunden signifikant verbessert und negative Verstärkung, Bestrafung und so weiter löst eher Angst und Stress aus und ist jetzt nicht so pralle. So, und das ist aus meiner Perspektive auch logisch und sollte auch definitiv immer beherzigt werden. Also das heißt, wenn ich mit einem Hund trainiere, sei es jetzt ein Sitz, macht es Sinn, positiv mit dem zu arbeiten, über Motivation, damit der einfach Spaß und Freude am Umsetzen hat. Ne? Es macht halt keinen Sinn, äh, zu dem Hund hinzugehen, den anzubuffen, hinten den Arsch runterzudrücken und Sitz zu sagen. Ja? Halt über Strafe, äh, das zu machen, über Leinruck, weil er nicht zuhört und so weiter. Ich hoffe, dass das jedem klar ist und logisch. Also. Wir gucken jetzt hier mal ein bisschen weiter runter. Also, ich muss jetzt immer hier mal zwischen, weiß ich nicht, 30 Studien hier hin und her springen, weil ich will jetzt auch noch mal was Aktuelles sehen. Hier haben wir noch mal Grenzen setzen. Ah ja, hier, genau. Belohnungstraining 2023, also fünf Jahre später. Das ist eine Studie von Barrera et al. 2023. Ja, die ganzen komischen Bezeichnungen da, wie gesagt, könnt ihr selber nachgucken. Die haben gezeigt, dass positives Training nicht nur zur Verhaltenskorrektur auch verwendet werden kann, sondern auch zur kognitiven Bereicherung. Von Hunden. Also kurzum, ja, äh, die Schlussfolgerung ist, eine langfristige Anwendung positiver Verstärkung kann das Wohlbefinden von Hunden verbessern und die Bindung zwischen Hund und Halter stärken, was besonders wichtig ist für die Förderung eines harmonischen Zusammenlebens. Kurzum, wenn du dein Leben lang mit deinem Hund über positive Verstärker, Motivation, bedürfnisorientiert arbeitest, also in Form von Aufmerksamkeit, Rückruf, äh, Sitz, bring mir was zurück. Ähm, lauf mal, was weiß ich, hinter mir, äh, geh mal schlafen und so weiter. Ähm, dann ist das einfach gut, okay? So und so hart wie das klingt, aber das ist doch logisch. Also für mich ist doch das logisch, das zu machen. So und das ist ganz, 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 ganz wichtig. Jetzt schauen wir uns aber auch mal die andere Seite an und zwar das Grenzen setzen im Hundetraining. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Studie. Also das ist eine Analyse der Auswirkungen auf das Hundeverhalten 2019. Martina Langenberger und Professor Dr. Andreas Knebel. Ziel der Studie war, untersuchte die Auswirkungen verschiedener Methoden des Grenzensetzen. Nein sagen, körperliche Blockade und was das äh, auf das Verhalten und das Wohlbefinden äh, des Hundes auswirkt. Die Methoden waren in einer kontrollierten Umgebung, wurden Hunde unterschiedlichen Trainingsmethoden ausgesetzt, bei denen die Art und Weise des Grenzensetzens variiert wurde. So, am Ende. Die Studie fand heraus, dass klare und konsistente Grenzen, die ohne psychische Bestrafung oder aggressive Korrekturen gesetzt wurden, zu einer besseren Verhaltenskontrolle führten, ohne das Wohlbefinden der Hunde zu beeinträchtigen. Es zeigt sich, dass Hunde auf Grenzen, die durch Körpersprache und ruhige, aber bestimmte Anweisungen gesetzt wurden, besser reagierten als auf körperliche Strafen. Schlussfolgerung? Grenzen zu setzen ist ein wichtiger Bestandteil des Hundetrainings, sollte jedoch auf eine Weise geschehen, die das Vertrauen und die Sicherheit des Hundes nicht beeinträchtigen. Jo, ihr Lieben, auch das ist das, also 2019. Wir gucken jetzt gleich nochmal was äh, aktuellere Dinge sagen. Es ist doch eigentlich logisch, oder? Jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, es ist doch logisch. Und wenn du da draußen sitzt und sagst: Hey, ich habe gerade ein Video gesehen von einem Typen, der auf seinem Hund drauf zugeht, den Körpersprachlich blockt, der Hund setzt sich hin, zeigt eine, eine Verhaltensveränderung und. Der Typ nimmt den Druck wieder raus und du schießt jetzt drauf los und sagst, das ist ganz schlimm, was der macht. Der arbeitet mit Körpersprache und der Hund ist jetzt traumatisiert und ist ängstlich und so weiter. Das ist schon dolle Bescheuert. Sorry, aber das ist schon echt. Lass das einfach. Du machst dich lächerlich. Und ich meine das ernst. Hör einfach auf damit, weil kein Schwein braucht das, weil es halt Blödsinn ist. Du hast absolut recht wenn ich jetzt mit einer Gießkanne schreiend auf meinen Hund drauf zurenne, er schon unheimlich viele subtile Nachrichten äh, zeigt und ich da, da drauf schmeiße, hinterhertrete, Steine schmeiße, dass das geisteskrank ist und blöd ist, das ist schon klar. Aber wir müssen einfach einen, einen objektiven Unterschied machen. Und man kann nicht einfach sagen, dass äh, Grenzen setzen, Körpersprache, Nein sagen, Druck ausüben, per se schlecht ist. Und das lasse ich mir nicht mehr gefallen, weil es sagt die Forschung und Wissenschaft. Da kann jetzt kommen, wer will. Es, es ist ein Fakt. Okay, so. Dann lass uns aber noch mal reingucken in, in aktuellere äh, Sachen. Grenzen setzen im Hundetraining, aktuelle Forschung, Effektivität und Ethik von Timeout als Grenze. 2023. So, das ist eine aktuelle Studie von Smith et al. 2023, untersuchte die Verwendung von Time-Out-Techniken, also eine Form des Grenzensetzen. Ja, so, Schlussfolgerung, also Time-Out-Techniken, auch hier wird sicherlich äh, äh, trainiert. Ähm, wichtige Erkenntnis: Time-out-Techniken, die als milde Form der negativen Strafe eingesetzt werden, können eine ethische und effektive Methode zur Verhaltenskorrektur sein. Also es ist einfach aus den vier Quadranten ein anderer Weg. Und äh, Grenzen setzen und kognitive Belastung. Zusammenfassung: Eine Studie von Miller. 2022 dann untersuchte die Auswirkung von Grenzen auf die kognitive Belastung bei Hunden. Die Forschung zeigte, dass Hunde, die in einem Umfeld mit klaren und konsistenten Grenzen aufwachsen, weniger kognitive Belastung erlebten und besser in der Lage waren, Entscheidungen zu treffen und auf Herausforderungen zu reagieren. Wichtigste Erkenntnis aus diesen beiden Dingern ist ganz einfach, Grenzen setzen hilft nicht nur, das Verhalten zu kontrollieren, sondern kann auch die kognitive Leistung von Hunden unterstützen indem es ihnen hilft, die Erwartung ihrer Halter besser zu verstehen und zu erfüllen. Und jetzt muss logisch hier sein, dass Grenzen setzen hier fair passieren soll, in Form über Körpersprache, über Alternativtechniken, über Stimmungskontrolle. Über positive Strafe oder negative Strafe, aber immer angepasst auf das Individuum an sich, indem man lernt, die Körpersprache zu verstehen, subtile Nachrichten zu erkennen, den Druck wieder rauszunehmen, ein Belohnungssystem, also ein Feedback, nennen wir das immer, darauf aufzubauen. Und das ist das, was wir schon seit, seit Jahren lernen, äh, den Menschen beibringen, sorry. Ähm, dass es fair sein muss. Und wir benötigen keine Hilfsmittel. Ja? Also ich lehre auch schon so viele Jahre, was es nicht alles gibt, Rütteldose, Wasserflasche, Schellen, Leinenruck, äh, Dinge schmeißen. Das, das braucht man alles nicht, sondern man kann lernen mit sich selber über Ankündigung, über Körpersprache, über Feedback, über Kommunikation, kann man seinen Hund Dinge beibringen oder stoppen und begrenzen, um ihn dann andere Dinge zu zeigen oder eigenständiges Verhalten auch zu belohnen. Ganz wichtig, okay? So, und jetzt könnt ihr daraus machen, was ihr wollt. Ihr könnt daraus machen, was ihr wollt. Ihr könnt wieder die nächsten Videos von mir zerhacken, zerschlagen und rumdiskutieren. Aber wisst ihr was? Das ist mir kackegal. Dann packe ich jedes Mal alle Forschungsergebnisse darunter und dann könnt ihr mich mal. So, so, so hart wie das klingt, aber ich gehe dann auf keine Diskussion mehr ein, weil es langweilig ist, weil es nur eine Seite der Medaille ist. Und ich wünsche mir, dass der eine oder andere vielleicht mal kurz innehält und nachdenkt. Warum? Erkläre ich euch. Hm. Ich habe eine Phase durch, wo ich dieses ganze Rudelführer-Gedöns, der Hund muss immer hinter dir laufen, du bist der Boss und so. Da komme ich auch her. Und ich sage euch, das hat sich auch nie richtig gut angefühlt. Es war ein fader Beigeschmack. Aber du hast das von vielen Trainern halt so beigebracht bekommen. Und für mich hat sich das aber nie gut angefühlt. Und dann bin ich, dann bin ich damals äh, zu, zu, zu großen Namen, die aus der ganzen Trainieren statt domi äh, Dominieren. Äh, Annie Melörn, äh, äh, Ute Blaschke Berthold zum Beispiel. Also, die, die stehen für mich jetzt in meiner Welt, äh, die vertreten das halt. Ne? Positives Hundetraining, viel Wissen und Sachverstand. Und wisst ihr was? Ich finde die richtig gut. Ich habe da Dinge gelernt, das, das ist Wahnsinn. Ich habe tolle Seminare besucht, ich habe da unheimlich viel profitiert von. Und wir verwenden auch sehr viele Techniken aus dieser positiven äh, Gesamtheit. Und ich finde diese Bewegung auch eigentlich richtig gut, bis zu dem Punkt, wo ich merke, jetzt wird es albern, jetzt wird es sektenhaft und jetzt wird es beleidigend und Rumspinnerei. Und, das, und da bin ich dann damals gesagt, was, was, was ist denn man mit euch los? Ich kann doch trotzdem einen Halsband drum machen. Ich kann meinem Hund trotzdem jetzt mal einen Körperblock geben oder den anpieksen und sagen, hey, sag mal, hörst du mir jetzt gefälligst zu? Und wo das dann losging, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann, und dann gab es den Punkt, wo ich mich irgendwann aus diesen ganzen Zähnen rausgezogen habe, weil ich dachte so, was ist denn man mit euch allen los? Jung? Der eine nur so, der eine nur so, der eine nur so und alle bekriegen sich. Das ist doch das ist doch bescheuert. Wir wollen doch Hunden helfen und Menschen helfen, und wir wissen doch selber ganz genau, dass alles seine Grenzen hat. Und ihr wisst es doch selber, dass. Ignorieren und nur positiv bestärken Grenzen hat. Ihr wisst es doch selber. Und das stört mich so dabei. Und ich will nicht mehr leise sein. Und ich werde das auch nicht mehr dulden. Und ich werde auch immer dagegen schießen. Weil, weil das unfair allen anderen gegenüber ist. So, Körpersprache. Im Hundetraining gibt es auch ganz neue Dinge. Äh, äh, Verständnis subtiler menschlicher Körpersprachen zum Beispiel. Ähm, das ist auch eine Studie von 23. Ähm, Zusammenfassung sage ich jetzt einfach, eine Studie von Jonas untersuchte die soziale Re oh, Referenzierung, ja, ähm, dass Hunde noch krasser uns lesen, als eigentlich äh, angenommen wurde. Also unsere Körpersprache, Gesichtsausdrücke, sie reagieren da viel, viel intensiver drauf. Die wichtigste Erkenntnis ist, die Fähigkeit von Hunden, soziale Hinweise zu interpretieren, bedeutet, dass Trainingstechniken die Körpersprache und emotionale Hinweise betonen, effektiver sein können als solche, die sich ausschließlich auf verbale Kommandos stützen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir uns hier reflektieren müssen. Ich habe jetzt hier irgendwo noch eine Studie, die muss ich euch auch noch vorlesen, ähm, weil ich das extrem spannend fand. Ähm, wartet, gibt mir mal einen Moment dieses Hin- und Hergesuche, aber irgendwo, Geruchskommunikation bei Hunden, die Rolle von Pheromonen und Duftmarken, das ist von 2020, Claudia Müller und Jürgen Knüppel. So, Ergebnis: Die Studie fand heraus, dass Hunde komplexe Duftmarken setzen und auf diese reagieren, um soziale Informationen auszutauschen. Dies schließt territoriale Markierungen ein, die nicht nur die Anwesenheit, sondern auch den Status und das Geschlecht des Hundes vermitteln. Hunde verwenden Pheromone auch zur Beruhigung und als Signal für die Reproduktionsbereitschaft, wobei diese chemischen Botschaften oft von subtilen körperlichen Signalen begleitet werden. Schlussfolgerung. Die Studie zeigt, dass Geruchskommunikation ein wichtiger Bestandteil der sozialen Interaktion von Hunden ist und sie in der Lage sind, eine Vielzahl von Informationen über Pheromone und Duftmarken zu vermitteln und zu interpretieren. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass wenn du mit deinem Hund rausgehst, du Stress hast, du genauso Dinge ausschüttest und riechst und dich bewegst und draußen noch viele... Also man kann das einfach alles nicht wegreden. So, das ist halt alles da, dieses, wer bist du eigentlich, was ist da los, wie kommuniziert dein Hund, der markiert permanent und so. Und das sind Dinge, die muss man begrenzen oder die muss man fördern oder die muss man abstellen oder die muss man meiden. Und ich finde das einfach so krass, weil alles das, was wir eigentlich erzählen die ganze Zeit, sieht man, sieht man in der Forschung. So, ein letztes noch, und zwar Kommunikation und Körpersprache von Hunden. Da nehme ich jetzt aber nur etwas Aktuelles, also sonst wird es halt irgendwann hier auch, ja. Ähm, obwohl ich das eigentlich liebe, ich könnte das äh, stundenlang hier äh, lesen, durchsetzen. Okay, ich suche es euch raus. Wartet ganz kurz. Warte mal, Straßenhunde 2020. Rolle von Rangordnung und Territorialität bei Straßenhunden. Südosteuropa. Sabine Hoffmann und Karl-Heinz Müller. Zur Studie. Diese Studie erforschte die Bedeutung von Rangordnung und Territorialverhalten bei Straßenhunden in städtischen und ländlichen Gebieten. So soziale interaktionsanalyse die forscher führten detaillierte analysen der sozialen interaktionen durch insbesondere in bezug auf futterkämpfe paarungsverhalten und die pflege von welpen so ergebnis die studie fand heraus dass straßenhunde klare aber flexible rangstrukturen haben die auf größe alter und soziale fähigkeit basieren territorialverhalten ist stark ausgeprägt und spielt eine wichtige rolle bei der verteidigung von ressourcen und schutzgebieten die Hunde verwenden eine Mischung aus aggressiven und submissiven Verhaltensweisen, um ihre Rangpositionen zu klären und Ressourcen zu sichern. Menschliche Eingriffe, zum Beispiel Fütterung oder Vertreibung, haben signifikante Auswirkungen auf das Verhalten und die soziale Dynamik der Hunde. Schlussfolgerung. Straßenhunde entwickeln klare Rangordnungen und zeigen territoriales Verhalten, das sowohl durch interne soziale Strukturen als auch durch externe Faktoren wie menschliche Interaktion beeinflusst wird. Heißt für mich jetzt ganz klar, was sind wichtige Dinge von Hunden und wie kommunizieren sie? Und sie reden nun mal über Grenzen setzen oder soziopositive Dinge. Das bedeutet, sobald es ihnen irgendetwas wichtig ist, also das bedeutet, dein Hund ist zum Beispiel wichtig, vorne am Fenster zu liegen, weil er sein Territorium damit bewacht, solltest du in der Lage sein, dass auch um leiten zu können und diesen Raum verwalten zu können und selber das Territorium in Anspruch zu nehmen und deinen Hund auch dabei Grenzen setzen zu können. Lass das jetzt, weil ich mache das. Das ist deinem Hund aber wichtig und ver versteht ihr so. Und das kann man dann auch mal deutlich durchsetzen, so wie der Hund das am Ende auch machen würde und sagen würde, hey, stopp, du kommst hier nicht an den Zaun, kannst du auch sagen, hey, stopp. Du kümmerst dich jetzt nicht darum, das mache ich. Hör auf, mit mir zu diskutieren. Kann man das positiv umschwenken? Ja, kann man. Aber es gibt Hunde, die haben eine höhere Motivationslage aus Genetik, aus intrinsischer Motivation, wo denn das Leckerchen oder das, komm mal ja, mein Feiner, scheißegal ist. Wo du dann eher eine aggressivere Form der Kommunikation wählen musst, um da oben in den Schädel auch reinzukommen. Okay? So. Eine noch, 2021, auch wieder äh, Claudia Müller, dann Hans Bauer. Soziales Verhalten, Straßenhunde, Feldstudie. So, kurzum, wir gucken, äh, Straßenhunde verwenden eine Kombination aus kooperativen und konkurrenzorientierten Verhalten, um ihr Überleben zu sichern. Positive und negative Kommunikationssignale werden genutzt, um Konflikte zu lösen, Ressourcen zu verteilen und soziale Hierarchien zu etablieren. Schlussfolgerung: Straßenhunde zeigen eine hohe Anpassungsfähigkeit. Und entwickeln komplexe soziale Verhaltensstrategien, die es ihnen ermöglichen, in schwierigen städtischen Umgebungen zu überleben. Das bedeutet am Ende, Hunde sind flexibel, sie kommunizieren deutlich über Grenzen, zeigen aber auch soziopositive Verhaltensweisen. Und jetzt frage ich dich da draußen, ich frage dich jetzt wirklich da draußen, warum sollten wir mit unseren Hunden nicht so kommunizieren, wie sie es untereinander tun, weil wir keine Hunde sind? Hast du schon mal übergriffiges Verhalten von Hunden gesehen, dass sie übertreiben, hysterisch sind, es nicht richtig gelernt haben, gestresst sind, fordernd sind? Zeigen Hunde denn immer angepasstes Verhalten dem gegenüber und alle sind glücklich? Ich habe das noch nicht erlebt. Warum können wir dann nicht lernen, unsere Körpersprache einzusetzen gegenüber Artgenossen? Warum nicht? Auch wir können lernen, unseren Körper gezielt und sicher einzusetzen, damit uns das Gegenüber der Hund versteht. In Form von aggressiver und druckvoller Kommunikation, wenn mein Hund etwas lassen soll oder etwas ablassen soll. Und mit freundlicher, offener, netter Kommunikation und Einladender, wenn wir etwas fördern oder gut finden oder soziopositive Verhaltensweisen unterstützen wollen. Sag mir bitte einen Grund, warum wir das nicht lernen sollten und auch anwenden sollten, obwohl Hunde so untereinander kommunizieren und das auch artübergreifend verstehen. Die Geschichte hat es doch gezeigt. Wir sind doch klargekommen und wir haben sie doch domestiziert. Wie haben wir das gemacht? Durch coole Trainingsphilosophien? Nein, sondern durch Bauchgefühl und durch Intuition und durch irgendwelche körpersprachlichen Dinge haben wir den Wolf auf die Couch gekriegt. Und ich frage dich jetzt nochmal. Vielleicht nimmst du die Zeit und schreibst das irgendwie rein. Warum sollten wir Menschen keine aggressive und soziopositive körpersprachliche Signale unserem Hund senden in Form von Kommunikation und Bindung? Warum nicht? Wir sehen uns zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.